Hallo zur endlosen Nicht-Einführung im stillen Sitzen. Für diejenigen, die irgendwas erwarten, Zerstreuung, Unterhaltung, wir sitzen jetzt gleich ein wenig rum. Es ist also für die, die Interesse am stillen Sitzen haben. Wenn ihr da kein Interesse dran habt, weiter surfen. Das, was wir hier kultivieren, ist so ein inneres Lächeln. Das macht auch innere Freude, aber das dauert ein wenig und ist leiser. Kompletter und länger anhaltend als Unterhaltung. Aber die ist innen, die Unterhaltung bei uns. So viel dazu. Ich will ja eure Zeit nicht verschwenden. Wenn ihr jetzt schnell irgendwie Unterhaltung wollt, bei uns dauert das ein bisschen. Für die, die jetzt noch dabei sind, die meisten Sachen, die mit Qigong und dem stillen Sitzen zu tun haben, und der Peking-Form Tai Chi und meiner komischen Ki-Yoga-Interpretation. Also die Sachen, die werden zunehmend auf Zen-Geku laufen. So wie die Internetseite, so heißt auch der Channel. Also @sen-ge-ku. Das ist der Channel. So viel Announcement. Jetzt zum stillen Sitzen. Heute ist mehr in Richtung Ruhe. Ich weiß auch gar nicht, ob wir 10 Minuten machen. Das wird sich ergeben. Ihr braucht euch das vielleicht gar nicht vorstellen, sondern ihr habt das jetzt gerade. Also in einem Moment, wo alles, was ihr bis jetzt gemacht habt, so einigermaßen abgeschlossen ist und ihr so eine Pause habt, bis irgendwas anderes weiter gemacht werden muss in unserem hektischen Leben. So eine Durchatempause, in der man sich wirklich mal hinsetzen kann und die Augen kurz schließen und so einen befreienden Seufzer machen. Der zufriedene Seufzer. Ich nenne das mal so. Und das ein wenig auszudehnen. Das ist unsere heutige Meditation. Wirklich da so reinzugehen und das möglicherweise langsam, ganz langsam zu wiederholen. Ich mache schon unsere Meditationszeit an, ohne irgendwelche Glocken und so, nur dass ich ungefähr weiß, dass wir im Rahmen bleiben. Also setzt euch einfach so hin, wie ihr das gewohnt seid. Und für den Seufzer, also nicht Seufer, Seufzer, ist es auch gut, wenn die Hose gelockert ist, dass man frei richtig durchatmen kann. Und wenn ihr niemanden irritiert damit, dann macht so ein Seufzer beim Ausatmen. Wie euch das angenehm ist. Ja, wirklich jetzt in diesem Moment nichts machen muss. Wirklich mal diese Pause genießt, sich eben nicht mit irgendwas ablenkt, weil man weiß, das wäre jetzt viel zu viel Stress. Einfach mal rumsitzen.
wirklich das, was bis jetzt war, ist so, wie es jetzt erstmal erledigt. Können wir irgendwann anders wieder aufnehmen, falls da doch was zu machen ist. Jetzt, in diesem Moment, machen wir da nichts. Und alles, was noch kommt, kommt dann. Machen wir jetzt nichts. Einfach mal die Pause, die einem auch wirklich vielleicht vor einem selber zusteht. Wie steht euch zu? Ihr braucht so eine Pause ab und zu. Vollständig atmen. Und wenn euch das hilft, dann atmet hörbar aus. Macht so einen Seufzer, wenn ihr das braucht. Also wenn euch das gut tut. Mit jedem Ausatmen noch mehr in diesen Moment entspannen. Nur eine Minute noch dieses Pausenentspannungsgefühl genießen. Und jetzt noch drei ganz, ganz langsame Atemzüge mit der Frage, wie fühle ich mich jetzt, ohne inneren Monolog. Wunderbar. Das war unsere 6-Minuten-Meditation. Also ich kann euch nur empfehlen, genau das zu kultivieren. Da geht dann auch keine Ausrede. Das kann man am Tag bestimmt 2-mal machen. Einfach hinsetzen, die Augen schließen,
freundlich, aufmerksam und gelassen mit sich, mit dem, was jetzt ist, sein und dieses Gefühl und die Umstände, die das ermöglichen, lernen und langsam herbeiführen mit dem RAIN-Prinzip. Es muss also nicht unbedingt eine Session von 3 Stunden sitzen wie ein Betonklotz sein. Darum geht es nicht. Wichtiger, das ist jetzt eine Ruhemeditation mit Freundlichkeit. Also es ist Metta dabei, Freundlichkeit. Ruhe ist das Hauptthema. Und trotzdem ein wenig Selbstreflexion mit dem RAIN-Prinzip, um das zu kultivieren. Im Alltag. Ja? So eine 5-Minuten-Pause. Und das ist schon Meditation. Ihr könnt das dann mit der Zeit zu einer stetigen Praxis werden lassen. Also sucht euch eine Zeit am Tag aus, die euch ermöglicht, sowas zu machen. Immer wieder. Jeden Tag, dass ihr dann nicht so mit der Zeit hin und her springen müsst. Wenn ihr das vom Einschlafen macht, dann habt ihr das Problem, dass ihr oft einfach nur gegen diese Müdigkeit kämpft. Manchmal ist das ganz gut, aber zum Einschlafen nehmen ist es nicht so toll, weil Müdigkeit ist nicht Aufmerksamkeit. Die braucht ihr, um daraus zu lernen. Morgens ist es meistens hektisch, wenn ihr so eine 10-Minuten-Pause einbauen könnt, wäre das gut. Aber sucht euch das aus. Ne? Oder in der Mittagspause oder wenn ihr von der Arbeit zurückkommt. Nur versucht diesen Zeitpunkt jeden Tag, auch am Wochenende, im Urlaub und so weiter, immer wieder aufrechtzuerhalten. Und dann über die Zeit, wie es euch gut tut, das langsam von 5 Minuten auf 10, 15, 20, 30 Minuten auszudehnen, aber nicht schnell, so wie es euch passt. Ihr merkt, das ist nicht so schwierig. Man erwartet da mal irgendwas. Dieses Gefühl, dass es euch gut tut, mal eine Pause zu machen, ohne abzuspacen, ohne in irgendwelche Sphären abzudriften, sondern einfach jetzt hier zu sein und es zu genießen, hier zu sein. Das war die endlose Nicht-Einführung, weil es ist jedes Mal neu. Jedes Mal neu. Und daraus zu lernen, auch wenn es mal nicht so toll ist. Okay. Ein sehr kurzer Termin, aber wenn ihr das bei euch kultiviert, sehr mächtig.